Hallo, hier ist Katja Brandes. Endlich darf ich euch die Schauspielerin der drei Woodwalkers-Filme vorstellen. Erstmal die wichtigsten Rollen, in einer zweiten Runde dann auch die weiteren. Und euch ein erstes Foto vom Set zeigen. Die Dreharbeiten laufen schon seit Ende Juli und gehen noch bis Ende September. Das ist ein ganz schöner Kraftakt für alle. Viele von euch Fanbewerbern hätten auch super auf die Hauptrollen gepasst. Aber Regisseur und Produktionsfirma mussten sich nun mal zwischen fast 20.000 Bewerbern und vielen tollen Kids mit Agentur- und Schauspielerfahrung entscheiden. Das war nicht leicht. Ich bin sicher, ihr gönnt den Nachwuchsstars ihren Erfolg. Karak wird gespielt vom 14-jährigen Emil Scherif. Er wird die anstrengenden Dreharbeiten für die drei Filme und die Berühmtheit bestimmt gut durchstehen, weil seine Eltern beide Schauspieler sind und diese Welt kennen. Ich kann ihn mir richtig gut als Puma vorstellen, weil er sehr sportlich ist. Großartig finde ich Johann von Ehrlich als Brandon. Er war einer der vielen Bewerber, die ihre Daten beim Castingaufruf eingeschickt haben. Als ich mir die etwa 20 Kids in der Endauswahl für Brandon anschauen durfte, war er sofort mein Favorit, weil er einfach unheimlich Brandonhaft ist und in den Probeszenen so natürlich rübergekommen ist. Lily Falk, die Holly-Darstellerin, hat die Filmleute und mich bei den Probeszenen, die sie gespielt hat, absolut überzeugt. Aber die Auswahl war herzzerreißend schwer, weil sich wirklich sehr, sehr viele tolle, sogar rothaarige und ganz hollyhafte Mädchen beworben haben. Ich bin mir sicher, dass Lilly, die übrigens auch sehr nett ist, eine Top-Holly sein wird. Ich finde es super, dass der Cast so divers und vielfältig ist. Sophie Lelenta wird im Film eine wunderbare Lou sein und jeder wird nachvollziehen können, warum Karak sofort von ihr fasziniert ist und einen möglichst guten Eindruck bei ihr machen möchte. Emil Bloch aus Berlin wird Jeffrey spielen und ist damit ein weiterer Nachwuchsstar, der bisher gar keine Schauspielerfahrung hat und sich beim Streetcasting ganz nach vorne gespielt hat. Aber beim Casting ist er uns durch seine Power und Präsenz aufgefallen. Er wird ein toller Karak-Gegenspieler sein. Im ersten Film muss Karak erst noch kapieren, dass die Kani jemand ganz Besonderes ist. Als Polarwolf-Wandlerin wird die junge Kanadierin Olivia Sinclair zu sehen sein. Sie spricht zwar nur Englisch und die indigene Sprache Ojibwe, aber das macht nichts. Der Dreh wird einfach zweisprachig durchgeführt und später wird ihre deutsche Stimme im Film synchronisiert. Die weiteren jugendlichen Darsteller stelle ich euch im zweiten Teil meines Casting-Videos vor. Ich kann es euch präsentieren, sobald die Filmfirma mir grünes Licht dafür gegeben hat. Jetzt aber erstmal die Erwachsenen-Hauptrollen. Ich habe mich super total gefreut, dass Martina Gedeck Lissa Clearwater spielen wird, weil ich schon ganz lange ein Fan von ihr bin. Sie ist sehr berühmt und in jedem ihrer Filme richtig, richtig gut. Zum Beispiel im Film Das Leben der anderen, den ich euch sehr empfehlen kann, aber ist auch ganz schön hart, also schaut ihn lieber erst ab 12 oder so. Oder Bella Mater. Auf die Rolle der Adlerschulleiterin hat sie sich, wie ich gehört habe, mit Feuereifer vorbereitet. Oliver Masucci, der Andrew Milling spielen wird, sieht ganz genauso aus, wie ich mir Andrew vorgestellt habe. Was meint ihr? Der passt doch perfekt, oder? Er ist ein erfahrener und erstklassiger Schauspieler, der erst seine Theaterkarriere gemacht hat und längst auch in Film und Fernsehen ein Star ist. Zum Beispiel in den Serien Dark und Der Schwarm oder dem Kinofilm Er ist wieder da. Die passende Anna Ralston ist Hannah Herzsprung. Sie wird Karaks herzliche Pflegemutter bestimmt mit ganz viel Herzenswärme darstellen. Sie ist 1981 geboren worden und als Jugendliche auf ein englisches Internat gegangen. Inzwischen hat sie schon viele Hauptrollen gespielt, zum Beispiel in Der Vorleser, Traumfrauen oder Who Am I? In Babylon Berlin konnte man sie ebenso bewundern wie im Film Das fliegende Klassenzimmer. Ein paar der anderen erwachsenen Darsteller darf ich euch auch schon nennen, aber ihr müsst sie vorerst selbst im Internet nachschauen, denn es dauert noch, bis ich freigegebene Bilder von ihnen bekomme. Zum Beispiel wird Mr. Elwood gespielt von David Vurawa, James Bridger von Anton Nuri und Donald Ralston von Lukas Grigorowitz. Keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht hektisch mitschreiben. Diese Namen findet ihr auch in der Videobeschreibung und auf meiner Homepage im Film-News-Beitrag. Ich hoffe, ihr seid ebenso happy wie ich, dass der Film endlich entsteht, obwohl es leider noch bis Januar 2025 dauert, bis der erste Teil der Woodwalkers-Filmtrilogie in die Kinos kommt. Garantiert werde ich nicht nur einmal reingehen, sondern gleich ein paar Mal. Bestimmt habt ihr noch ganz viele Fragen zur Filmung. Es sind wahrscheinlich so viele, dass ich sie nicht alle beantworten kann.
Aber ganz viele Antworten findet ihr schon im Verfilmungsbeitrag auf meiner Homepage. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal.